Hier hinten ist eine Halle, die komplett leer ist. Ja, ich weiß. Ein Gruber. Wo finde ich denn einen Gruber hier? Das Auto kommt bei mir in den Vorgarten hier so. Ey, der fährt mit roten Nummern durch die Gegend. Ich glaube, das ist, findet die Polizei bestimmt nicht nett. Ja. Aber wie gut, dass wir die Polizei und alles sehen. Also von daher. Aber warte mal, ist auch so ein rotes Ding, oder? Ja. Der blaue Nummer. Nein, wir haben ja schon das große. Und das große war rot. Wo ist eigentlich das Auto von diesem ADAC-Abschleppauto hin? Das ADAC-Abschleppauto? Das habe ich gerade heruntergefahren. Das kommt jetzt vor die Tür des Bauernhofs, ne? Das ist ja der Privatwagen. Und den... Ich möchte das Ding jetzt hier gerne eigentlich eine Werkstatt stellen, den Abschleppwagen. Und da ohne ein Auto drauf. Deswegen ja, dann fahr mal. Oh, wir sind durch die Gegend. Bleib mal gerade stehen. Oh Mann, oh Meter. Nein. Stopp. Ja, jetzt fahr runter da. Hm? Ja. Und bleib stehen. Ey, ich wollte gerade was ausprobieren. Oh ja. Oh, schade, das funktioniert nicht. Oh, ich bin rückwärts schneller wie du. Ich fahre ja auch nicht Vollgas, weil ich ja da. Oh Mark. Entweder wir spielen jetzt wieder vernünftig oder ich werde sauer. So. Wo soll ich hier denn hinstellen? Da hinten in die Halle. Wo noch nichts drin ist, dann mach ich schon mal die Polizei erstmal rein. Wo sind die Halle, wo nichts drin ist? Die große da? Ja. Die du vorhin einfach da hingesetzt hast? Ja. So, langsam kriege ich Hunger und habe das Gefühl, ich rieche schon Essen. Das ist ein bisschen doof. Hm? Ich habe das Gefühl, ich rieche schon Essen, aber... Trinken. So, so kann er wohl stehen bleiben. Ja, ist klar, hier in der Halle ist ein Vorgarten, ist klar. Ja, weil ich die in den Busch gesetzt habe, das macht aber nichts. Oh, scheiße aus. Tür geht auf, ich will reinfahren. Na, was könnte ich denn noch kaufen? Ja, ist halt die Tür hier hinten auf, das interessiert aber gar keinen. Boah, wenn ich halt ein bisschen langsam unterwegs so, ich glaube, wir haben eine Stunde voll, wa? Ja. Ja, oh. Guck mal nach. Wie lange willst du denn heute machen? Na, 2, oder? Ja. Heute ist wieder Aufnahmemarathon angesagt. Marathon. Marathon.
Mach ein Dünner. So, wo habt ihr halt die Polizei ist jetzt dahingestellt, ne? Krankenwagen ja. Steht noch am Händler, der muss noch zurück. Aha. So, hallo, ist leider abgestürzt. Ich hoffe, es fehlt nicht allzu viel von der Aufnahme. Ist ja mal ein bisschen scheiße. Fucking Fraps, ich bin aus Versehen auf eine falsche Taste gekommen. Statt auf P bin ich auf irgendeine andere gekommen, ich weiß gerade gar nicht. Und das heißt, die Aufnahme ist leider abgestürzt. Naja, kann passieren. Ich wollte nämlich... Das mal. Hast du, wer hat einen neuen Gruber gekauft? Ich. Warum? Ausprobieren. Wir haben noch einen viel größeren. Jo, den habe ich gehört. Ja. Und einen neuen Trecker hat er auch gekauft. Naja, wenn er meint. So, gehen wir dem mal wieder ein bisschen auf den Eier, die anderen. Boah, es nervt. Hört ihr das eigentlich auch, wenn ich weit weg von euch bin? Ne, ich höre nichts. Was? Das hier! Ach, gut, da. Jo! Nee, ich höre nichts. Würde ich aber lieber ausmachen, ne? Wir hatten hier noch ein paar Autos so. Gekauft. Wer weiß, wie laut das in der Aufnahme ist. Ja, wahrscheinlich scheiße laut. Jetzt höre ich dich. Ich bin aber gar nicht mehr. Ich habe gar kein Blaulicht mehr an. Vielleicht war das hier draußen. Hä? Vielleicht war das hier im Real Life. Irgendwie draußen. Oh, wow. Jetzt fast mit einer Polizeikarre die andere. Fahrzeuge. Weil ich die gekauft habe. Habe ich gekufft. Gekufft? Das hier ist einfach die Müll, das hier. Ich hab ne Idee, das hier ist einfach die, so, die Müllhalle. Hier kommen alle Scheiße rein, die sowieso keinen Arsch im Prinzip brauchen. Verkauf die doch einfach. Hä? Verkauf das Zeug doch einfach. Nö, will ich aber gar nicht. Jetzt bin ich hier schon wieder in dieser Muggelecke, wo keiner mehr rauskommt. Boah, und jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Warum kann man nicht mal einfach irgendeinen mitnehmen in dein Auto? Das ist doch so scheiße, Leute. Programmiert doch mal bitte so einen Müll. Also nicht so ein Müll, sondern sowas. Mit Funktion, mit Sinn und Verstand. Ich denke mal, es ist allgemein nicht möglich. Ja, denke ich auch. Ja, man müsste den ja nur... Gut, vielleicht gibt es einen Sitz pro... Einen Fahrersitz pro Auto, ne? Mhm.
Aber dann sollte man zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Anhänger habe, und also ich habe jetzt einen Schwertransporter und jetzt kann sich ja da kann sich ja jemand trotzdem mit dem Auto hinten drauf stellen und fahren. Müsste es doch eventuell auch möglich sein, das in 1 zu programmieren, dass das Ding 2 Sitze hat, oder? Keine Ahnung. Das ich weiß hab, ich habe davon auch keine Ahnung, aber ich stelle mir das machbar vor. Warum steht ja dieser scheiß Gruber jetzt hier mitten auf der Straße? Weil ich noch ein Frontgewicht dafür brauche. Ey, darf ich jetzt mal was Brödes fragen, ne? Hm? Hingen hier immer schon diese Sail-Luftballons? Weiß ich nicht. Nee, da ist doch jetzt das Angebot. Seemaschinen und sowas kosten wir jetzt 30% weniger. Kam doch eben die Meldung. Bei mir nicht. Oder? Aber bei uns. Toll. Meinst du auch mal? Jungs, soll ich euch mal was zeigen? Was denn? Was denn? Ich hab jetzt auch ein Feuerwehrauto. Aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja, steht HH drauf. Haha. Mensch, du Drängler. Ich bin von der Feuerwehr. Ich will helfen. Nein, ich bin ja fertig fast. Dann etwa. Und. Oh, das war jetzt schlecht. Nein, jetzt hab ich, bin ich ins Bullenauto reingefahren. Ach, das macht nichts, bin von der Feuerwehr, ich darf das. Hast du nicht denselben Koffer wie ich? Doch. Marc, ich mach das hier schon. Dann fahren wir da weg. Nein, was machst du? Ihr müsst das bestimmt in eine Richtung, ihr dürft nicht kreuz und quer grubbern, ne? Ja eben, das macht er gerade. Warum? Guck mal auf den Boden. Das ist das voll. Jetzt hast du da. Oh, ja. Was ist denn da? Ja, du hast jetzt voll schräg gemacht. Geh weg. Ja und? Ja. Wie scheiße sieht das denn aus? Ja. Ich hab doch schön die Linien gemacht und du kommst an. Alles kaputt. Ah, heute. Ja, mach ich auch. Ich bin hier, weißt du, ich bin hier mit dem Feld fast fertig, kommt der an. Zack, alles kaputt. Komm doch mal hoch. Wo ist er denn jetzt? Ja. Da piekst du den Daumen. Bin ich auf dem Feld. Hallo. Hilfe! Hallo? Nein. Du wärst fast im Notarzt reingefahren. Oh ja. Da ist ja ein Arzt da schon da. Ach, ja. Und wo hat er das jetzt kreuz und quer gemacht hier? Vorne. Vielleicht am anderen Ende. Das ist auch nicht schlimm.